Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Seit Jahren gehen wir jetzt schon gemeinsame Wege. Kannst du dir vorstellen, dass wir in weniger als einem halben Jahr unser Abitur ablegen? Ich meine, du gehst nach der Schule nach Friedrichshafen und ich nach Leipzig. Die anderen aus unserem Freundeskreis nach München oder ins Ausland. Früher wären wir sicher fast alle in Dessau-Roßlau geblieben und hätten in den zahlreichen Großindustrien gearbeitet, in denen auch schon unsere Eltern und Großeltern beschäftigt waren. Wie kam es dazu, dass sich aus einer zu DDR-Zeiten aufstrebenden Industriestadt mit Vorreiterrolle eine Stadt entwickelte, die heute kaum noch Großindustrien vorweist? Was waren die Ursachen für den Untergang der Großbetriebe in Dessau-Roßlau? Und können wir uns so erklären, warum unsere Stadt heute die älteste Deutschlands ist? Um das herauszufinden, haben wir uns auf Spurensuche begeben und schnell festgestellt, dass die friedliche Revolution 1989-90 einen großen Einfluss auf Dessau-Roßlau und ihre Industrie gehabt haben muss. Doch den Umbruch kennen wir nur von Bildern, Videos oder aus den Geschichten unserer Eltern. Um Antworten zu finden, untersuchten wir exemplarisch die Betriebsgeschichte des VEB Waggonbau Dessau und sprachen mit Betroffenen, die die Umbruchs- und Krisensituation hautnah miterlebt haben. Wir machen uns auf die Reise durch die Jahre 1989 bis 1995. Doch wie verlief die Wendezeit in unserer Heimatstadt Dessau-Roßlau? Dazu befragten wir Herrn Alfred Radeloff, Kreisoberpfarrer von 1977 bis 1997 und Ehrenbürger der Stadt Dessau. In Dessau hat es nicht angefangen, sondern wir wissen natürlich, dass es in Plauen angefangen hat und dass man sich in Leipzig getroffen hat. Leipzig ist eigentlich der Ort, wo die Dessauer auch die Inspiration bekommen haben. Die sind nach Leipzig gefahren, so wie später die Leipziger nach Dessau gekommen sind. In Leipzig waren die Montagsdemonstrationen, in Dessau waren die Freitagsdemonstrationen. Und das hängt damit zusammen, dass es in Dessau eine starke Gruppe, übergemeindliche Gruppe von Jugendlichen gegeben hat, die sich erst monatlich und dann wöchentlich, freitags, getroffen haben. Die Ursubstanz, die Urbrühe, der Demonstration und der friedlichen Umwälzung war die Jugend, die Jugendlichen. So in ihrem Alter, wie sie jetzt hier vor mir stehen. Sie waren es gewesen und die haben uns Alte mitgerissen. Einige sind nach dem Westen gegangen, das ist jetzt wieder genauso. Die träumen sich alle in den Westen und sollten doch eigentlich hier bleiben. Und sie erzählten von ihren Schwierigkeiten. Laut und deutlich in der Georgenkirche und beteten etwa so: Gott, Anne ist in den Westen gegangen, hilf ihr, dass sie sich dort zurechtfindet. Und dann haben mich die jungen Leute gefragt, ob ich am nächsten Freitag nicht die Predigt halten würde. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und in dieser einen Woche, Anfang Oktober, war es dann so, dass plötzlich mich jemand anrief. Wann habt ihr den Gottesdienst? Gebet um Erneuerung haben wir es genannt. Am Freitag habe ich ihnen die Zeit gesagt. Und dann kam der nächste Anruf. Meine Frau erzählte mir, wenn ich dann weg war, riefen andere an. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, so viele wollen kommen vom Waggonbau, überall von den Betrieben, die es damals in Dessau gab, und wollen in diesen Gottesdienst gehen. Da können wir nicht in die Georgenkirche gehen.
Da sind wir in die Johanneskirche gegangen, hierher. Und es waren dann alle Plätze besetzt, alle Gänge voller stehender Leute. Ich weiß nicht, es wurde geschätzt, dass so etwa 2000 hier in der Kirche waren. Und draußen standen noch einige tausend vor der Demonstration, Gebet um Erneuerung. Ja, und von der Erneuerung habe ich dann auch gepredigt. Und dann bin ich mitgegangen auf den Marktplatz. Und da waren einige tausend da. Doch wie sah es mit der Euphorie aus? Was waren die Wünsche und Ängste der Betroffenen? Also, da werde ich jetzt an eine Situation erinnert, die für mich einmalig war. Der Gottesdienst war gelaufen, anschließend waren noch etwa 800 zurückgeblieben hier in der Kirche, weil ich angeboten hatte, wir können noch miteinander sprechen. Und dann stand ich da vorne, ziemlich verloren, und schaute die Leute an und bat darum, dass jetzt nur noch jemand was sagt. Da stand natürlich keiner auf. So schnell geht das nicht. Und dann plötzlich stand doch einer auf. Etwa hier so stand er. Schaute die Leute an und sagte etwa Folgendes: Ich bin Waggonbauer. Und dann erzählte er von seiner Arbeit, die er machte. Und von den Schwierigkeiten, die er hatte. Und was es alles nicht gab, erzählte er. Und das muss anders werden, sagte er. Und dann stand der Nächste auf. Der hatte sozusagen den Bann gebrochen. Mit der Absicht, die sie ganz deutlich gesagt hat, die Verhältnisse müssen sich ändern. Wenn sie sich nicht ändern, ist das nicht auszuhalten. Wenngleich die friedliche Revolution in einen bis heute spürbaren Aufbruch zum Besseren mündete, löste sie für den VEB Waggonbau Dessau ab Juli 1990 Waggonbau Dessau GmbH eine kaum zu überwindende wirtschaftliche Krise aus. Doch was waren die Ursachen hierfür? Herr Siegfried Möbius, Werkleiter von 1986 bis 1989 und Geschäftsführer im Jahr 1990, Herr Matthias Putze, Betriebsratsvorsitzender von 1989 bis 1995 und Frau Pöstupper, langjährige Beschäftigte, erklären. Die Krise ist ja nun inzwischen 30 Jahre her. Die Hauptursachen dieser Krise waren darin zu sehen, dass der damalige Markt für Kühlfahrzeuge fast vollständig zusammengebrochen ist. Der Betrieb war 1990 in der Lage, im Laufe seiner 40-jährigen oder 50-jährigen Geschichte Höchstleistungen zu fahren. Und der Hauptmarkt war für Kühlfahrzeuge die damalige Staatseisenbahn der Sowjetunion, MPS. Wir haben an MPS, also an die Eisenbahn der Sowjetunion, ca. 51.000 Fahrzeuge geliefert. Wir haben an alle anderen Märkte, das waren zum Beispiel 15 Länder innerhalb und außerhalb Europas, ca. 15% der Gesamtleistung geliefert. Es war also praktisch 1990 nicht möglich, diesen weggebrochenen Markt, der zu 100% insgesamt dann wegbrach, überhaupt zu ergänzen. Wir waren monostrukturiert mit unseren Produkten, Kühlfahrzeuge. Und dort im Hauptabsatzland war die Sowjetunion, die früher oder später wegfallen musste, aufgrund der extrem gestiegenen Kosten für unsere Produkte. Und das hat die wirtschaftliche Krise ausgelöst, weil kein Betrieb in der Lage ist, von heute auf morgen Fertigungen komplett umzustellen. Ja, die Krise war, dass der Waggonbau Dessau eigentlich in der Marktwirtschaft so hätte nicht bestehen können und deswegen mehr oder weniger abgewickelt werden sollte. Es gab ja zwei gleichwertige Schienenfahrzeughersteller im westdeutschen Raum und im ostdeutschen Raum, sage ich mal so. Und einer war zu viel auf dem Markt und der Schwächere verliert dabei. Das ist logisch. Die Veränderung am Markt war also radikal, sodass man
mit Sicherheit wusste, man kann diese Veränderung nicht ausgleichen, nicht hundertprozentig. Folge war eine Mitarbeiterreduktion von 2.800 Beschäftigten im Jahr 1989 auf 750 Mitarbeiter im März 1995. Die schwierigen wirtschaftlichen und personellen Bedingungen ließen bereits ab 1993 erkennen, dass die Zeit der größten Waggonbauer der Welt nun Geschichte war. Die wirtschaftliche Unbedeutsamkeit des Standortes wurde mit dem Angebot des US-amerikanischen Investmenthauses Advent International Corporation vom 14. Dezember 1994 gelebte Realität. In ihrem hundertprozentigen Aufkauf der DWA-Aktien sollte der Standort Dessau nicht inkludiert sein. Das Todesurteil war gesprochen. Doch es entwickelte sich ein breites politisches und soziales Engagement unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte, um den Erhalt des Unternehmens zu sichern. Welche Lösungsansätze entwickelten die Betroffenen für einen Aufbruch? Und eröffneten sich ihnen neue Handlungsspielräume, die Krise als Chance zu nutzen? Und als Betriebsratsvorsitzender war ich eben in der Verantwortung, mir was einfallen zu lassen. Es geht ja nicht, dass ein Betrieb einfach geschlossen wird und es gibt keine Alternative außer im Bagger und die Planierraupe. Neben der Ausarbeitung eines Grobkonzeptes, der Vorstellung des Grobkonzeptes bei den Entscheidern, Treuhandanstalt, Vorstände, Aufsichtsräte und zahlreichen Diskussionen dazu in Gesprächen, war es irgendwann erforderlich, Öffentlichkeit zu erzeugen, weil Öffentlichkeit erzeugt einen gewissen Druck. Und wir waren gut präpariert, wir hatten viel gearbeitet mit Presse, Medienvertretern und letztlich muss man irgendwann ein Zeichen setzen. Ich habe mein Büro nach außen verlagert, habe mich am Werkstor angekettet, habe mir ein Telefon hingestellt und habe gesagt, so, ich möchte einen Anruf haben von unserem Vorstandsvorsitzenden, dem Herrn Witt, dass wir zu konstruktiven Verhandlungen kommen und erst dann räume ich mein Büro. Ich muss den Pressevertretern, den Fernsehen ein großes Lob machen. Sie haben natürlich Aufnahmen gemacht, wie ich mich abends 20 Uhr im Schneetreiben schlafen lege, mit der Kette angebunden und theatralisch, okay, wenn das geholfen hat. Am nächsten Tag gab es dann den Anruf, dass man spricht. Und wir haben versucht, durch unsere Veranstaltung 5:45, die Belegschaft war jeden Tag 5 Minuten vor um 12 vor dem Betriebstor, aber auch unsere 100-Jahr-Feier, die anstand, mit 2 weißen Elefanten in einer Demonstration weiter an Öffentlichkeit zu halten, damit der Druck nicht abebbt. Wir waren auch in Berlin. Da hat mich die Belegschaft bei einer Aufsichtsratssitzung unterstützt. Da waren alle 800 Beschäftigte da. Und das war eigentlich damals, jede Woche hatten wir eine gute Presse, das muss man so sagen. Und das hat geholfen. Und ich habe das auch ausgenutzt und vielleicht auch die eine oder andere versteckte Drohung darüber kommuniziert. Die Dessauer Waggonbauer kämpften jedoch nicht alleine, sondern gemeinsam, Seite an Seite, mit dem Oberbürgermeister Dessaus, Herrn Hans-Georg Otto, und dem Kreisoberfahrer des Kirchenkreises Dessau, Herrn Alfred Radeloff, für den Bestand des Unternehmens. Die Bürger der DDR waren es natürlich aus der DDR-Zeit gewöhnt, dass die Politik, das Rathaus, die Partei in Wirtschaftsbelange eingreifen konnte. Mit der Wiedervereinigung war das alles passé. Es haben ganz andere Leute entschieden, was mit den Betrieben wird. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Insofern war der Handlungsspielraum recht begrenzt. Ich bin damals gerade im Amt gewählt worden als erster frei gewählter Oberbürgermeister. Und die Erwartungshaltung der Bürger war natürlich sehr groß. Aber es war nicht mehr möglich, als an die Landesregierung zu appellieren, eventuell mit Aufträgen den Betrieb zu unterstützen, dass die Waggons in Auftrag geben oder mit den Kollegen zu sprechen, mit den Gesprächen der DWA-Führung, mit dem Aufsichtsrat versuchen, Zeit zu gewinnen. Aber im Grunde genommen waren die Messen gesungen und die Schließung des Waggonbau Dessau war nicht aufzuhalten. Damals wurden die Betriebe abgewickelt. Und es war so, dass Waggonbauer zu mir kamen, Herr Putze zum Beispiel kam und sagte, Sie müssen uns helfen. Wir demonstrieren, kommen Sie doch auch.
Dann bin ich da hingegangen, habe mich auch erkundigt, was ist hier eigentlich Sache. Der Betrieb sollte einfach geschlossen werden. Über 2000 Arbeiter dann plötzlich auf der Straße. Und das kann einem Pfarrer nicht egal sein. Das sind ja seine Leute, die er auch zum Teil kennt, die dann auf der Straße sitzen. Also, da habe ich mir überlegt, erst bin ich mitgegangen und dann kam mir folgender Gedanke. Ich könnte doch die Firma, die den Waggonbau in der DDR aufkaufen will, in Amerika, die könnte ich doch mal irgendwie anrufen oder ja eine E-Mail schicken. Ich habe dann, eine E-Mail gab es damals, ich einen Fax geschickt und habe Kontakt mit denen aufgenommen. Und die haben mich dann auch angerufen, haben mit mir gesprochen. Da ich ein bisschen Englisch kann, war das kein Problem. Und die haben dann so reagiert, dass sie die Treuhand, die das Ganze abwickeln sollte, angerufen haben und denen erzählt haben, was ich ihnen erzählt habe. Und die Unruhe in Dessau wollten sie nicht haben. Daraufhin ist die Treuhand aktiv geworden und hat mich in der Zeitung angezählt. Wie kann ein, ich sag's mal mit meinen Worten, so stand's nicht da, aber so konnte man es verstehen, ein Pfaffe, der von Toten und Blasen keine Ahnung hat, wie kann der sich in die Sache einmischen? Es geht ihn doch gar nichts an. Er hat zum Beispiel bewirkt, dass die Treuhand gekommen ist, mich besucht hat, mich ausgeschimpft hat erst. Nachher haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe einen Kirchenpräsidenten noch dazu geholt und wir haben miteinander gesprochen. Wir haben eine Lösung gefunden, eine ganz winzige Lösung. Für 80 Beschäftigte wurde der Betrieb erhalten, aber er blieb erhalten. Das war uns wichtig. Doch wie wirkte sich die Krisensituation auf das persönliche Leben der Beschäftigten aus? Hierfür befragten wir Frau Waltraud Pöstupper, Konstrukteurin im VEB Waggonbau Dessau, der Waggonbau Dessau GmbH sowie der Fahrzeugtechnik Dessau GmbH von 1970 bis 2000 und Herrn Werner, langjähriger Beschäftigter am Unternehmen und heutiger Leiter der Dessauer Niederlassung der Molinari Rail Systems GmbH. Ja, das war ja so, dass jeder die Angst um seinen Arbeitsplatz hatte. Keiner wusste, wie und wo arbeite ich morgen? Habe ich überhaupt noch eine Arbeit? Oder bin ich ein toller Verlierer hier auf dieser Strecke? Gab ja dann Leute, es gab auch bei uns gleich Leute, die junge Leute, die unabhängig waren, die sich sofort in weiter Ferne Arbeitsplätze gesucht haben, die dort auch gut, weil sie ja gut ausgebildet waren, gerne angenommen wurden. Ja, mein persönliches Leben war natürlich auch erstmal davon geprägt, behalte ich meine Arbeit, werde ich irgendwo übernommen, existiert der Waggonbau weiter oder wird der Waggonbau total abgewickelt, entsteht aus dem Waggonbau noch etwas anderes und wie sieht es aus, habe ich dann noch weiter eine Beschäftigung und deswegen habe ich erstmal gesehen, dass ich aus meinem 6-Stunden-Arbeitsvertrag, der ja infolge der Einführung des Tarifvertrages von Niedersachsen und der D-Mark praktisch immer runterging, weil ja das Geld nicht mehr werden durfte und deswegen meine Arbeitszeit immer niedriger wurde, habe ich versucht, wieder höher zu kommen in meiner Arbeitszeit, weil ja das Arbeitslosengeld sich hätte sonst berechnet aus dem letzten Gehalt. Und deswegen entstand für mich dann die Situation, dass ich dann zum Glück wieder einen ganzen Tag arbeiten konnte, also eine Vollbeschäftigung hatte. Und das war mein Gewinn. Natürlich hatte ich Angst, dass es hier von einem Tag auf den anderen nicht mehr weitergeht. Wir hängen ja hier mehr am Unternehmen dran. Ich bin hier in den Waggonbau-Kindergarten gegangen. Ich bin hier während meiner schulischen Zeit, ich bin in Dessau-Nord groß geworden, mit dem polytechnischen Unterricht, mit Patenbrigaden, immer mit dem Standort hier in Verbindung geblieben. Und natürlich hatte ich Angst, dass es von einem Tag auf den anderen zu Ende ist und wir hier uns völlig umorientieren müssen, vielleicht sogar wegziehen müssen aus der Stadt.
Hatte die Krisen- und Umbruchssituation auch Folgen für das soziale Miteinander? Ja, das ist ganz logisch. Vorher war ein gewisses Level da. Alle hatten fast das Gleiche, entweder gleich wenig oder gleich viel. Ja, damit verstand man sich ganz gut. Und jetzt gab es ja diese Differenzen. Es gab die, die ganz unten waren, und es gab welche, die ganz oben waren. Und damit ist es ganz logisch, dass man sich eigentlich nicht mehr so freundschaftlich begegnet. Denn unterschiedliche Schüsseln schaffen unterschiedliche Brüder und lassen Neid erwachsen. Wir versuchten dann, eine Lösung zu finden, indem hier in Dessau, auf dem Gelände des ehemaligen VEB-Waggonbau Dessau, erstens eine Aktiengesellschaft entstand, zweitens ein Industriepark, sehr unterstützt vom Wirtschaftsminister Dr. Schucht. Innerhalb des Industrieparks wurden die Gewerke angesiedelt, die früher alle im Waggonbau zu Hause waren, also Elektriker, Hydrauliker, Maler, Auszubildende. Somit konnte für alle der rund 800 Angestellten der Waggonbau Dessau GmbH eine Lösung gefunden werden. Die Fahrzeugtechnik Dessau GmbH bestand ab dem 1. Juli 1995 und ist Ergebnis des fast 200 Tage andauernden Arbeitskampfes der Waggonbauer in Dessau. Die 173 übernommenen Arbeiterinnen und Arbeiter der Fahrzeugtechnik beteiligten sich mit insgesamt 1 Million D-Mark am Unternehmen. Unter ihnen waren auch Frau Waltraud Pestupper und Herr Jörg Werner. Ja, das waren eigentlich die Abfindungen aus dem Waggonbau Dessau. Jeder, der entlassen wurde, kriegte eine Abfindung entsprechend seiner Betriebszugehörigkeit. Und es war erwünscht, sagen wir mal so, in die neue Fahrzeugtechnik, wenn man dort einsteigt, auch mit zu investieren. Und wir wurden dann, die Belegschaft wurde dann stiller Teilhaber. Das heißt, wir waren Aktionäre, wir bekamen für unser eingezahltes Geld eine Aktiensumme. Und über diese Aktiensumme gab es auch jahrelang Dividende. Also es war eigentlich kein Verlustgeschäft. Ich habe dann mein privates Kapital, was ich aus dem Waggonbau als Abfindung bekommen habe, hier ins Unternehmen reingebracht. War ein Teil der Stammkapital mitgebildet und waren dann plötzlich Unternehmer im eigenen Unternehmen, was natürlich voll motiviert war und auch eine ganz, ganz tolle Zeit war. Und bis 2008 hier wirklich auch einen riesen Boom mit sich brachte und war mega, mega stolz, einer von ungefähr 150 Mitarbeitern zu sein, die genau diesen Schritt geschafft haben, nämlich nicht zu Hause bleiben zu müssen, wegzuziehen und sich hier völlig neu orientieren zu müssen, sondern hier am Standort weitermachen zu dürfen. Entgegen dem geglückten Aufbruch Einzelner lässt die Betriebsgeschichte des VEB Waggonbau Dessau zur Fahrzeugtechnik Dessau GmbH in den Jahren 1989 bis 2019 erkennen, dass dem Unternehmen keine erfolgreiche Krisenbewältigung gelang. Weder die Mitarbeiterzahl noch der erwirtschaftete Umsatz bewegen sich ansatzweise in Dimensionen vor der wirtschaftlichen Krise, was bewirkt, dass das Unternehmen eindeutig als Verlierer aus der Umbruchs- und Krisenzeit hervorgeht. Allerdings muss betont werden, dass die aktuelle Entwicklung des Unternehmens sehr positiv ist. Herr Werner erklärt uns, woran das liegt. Ja, bis 2008, bis dann die Bahn nicht mehr in mittelständische Aufträge investiert haben, haben wir hier wirklich gut zu tun gehabt. Haben dann immer mehr kämpfen müssen, was dann aber letztendlich mit der Insolvenz der Fahrzeugtechnik Dessau AG geendet hat. Und wir eigentlich jetzt nach vorne gucken können mit dem Erwerb der Molinari dieses Standortes. Und eigentlich
mit diesem Erwerb der Molinari zum ersten Mal auch wieder nach der Wende ganz klar ist, was wir hier wirklich eigentlich sein wollen. Wollen wir Hersteller sein? Wollen wir Dienstleister sein? Wollen wir alles machen? Hier ist eine ganz klare Linie da. Ja, wir sind Dienstleister und wir sind nicht ein Hersteller, sondern der Markt ist so, wie er jetzt ist. Und da sind Dienstleistungen gefragt für die Großen. Da sind Nischen zu besetzen und das macht es eigentlich jetzt aus. Und wie sieht es jetzt mit der heutigen Situation der Großbetriebe in Dessau-Roßlau aus? Kann die friedliche Revolution als Ursache für den Wegfall der Großindustrien sowie den hohen Altersdurchschnitt der Stadt angesehen werden? Ja, dadurch, dass die vorhandene Industrie im Rahmen der Privatisierung, wir haben ja 12 oder 13 Großbetriebe gehabt, die mindestens 2.000 bis 4.500 Beschäftigte hatten, dass davon im Grunde nur noch ein oder zwei übrig sind, sind die Leute, die flexibel waren, die also durch ein Haus gebunden waren, die hatten plötzlich keine Arbeit mehr, wenn die Betriebe bei der Privatisierung kaputt gegangen sind. Und da sind die jungen Leute den Arbeitsplätzen nachgegangen. Ich sage immer noch, das ist eine bewusste Treuhandpolitik gewesen, den Markt zu erobern hier, den der Osten hatte. Also Waggonbau hatte ja einen großen Markt in der Sowjetunion und in China. Den Markt wollte man haben, Zementanlagenbau genau dasselbe. Und man wollte die guten Arbeitskräfte haben. Denn zu der Zeit, in der Wendezeit, waren auch die Arbeitskräfte in der alten Bundesrepublik schon knapp. Und da waren die jungen Leute natürlich willkommen. Und unsere Leute waren gut ausgebildet. Die wurden mit Kurzhand genommen. Damit in Zukunft auch die Fahrzeugtechnik Dessau GmbH und die Stadt Dessau-Roßlau einen Aufbruch verzeichnen können, erklärt uns Herr Werner die geplanten, innovativen und fortschrittlichen Neuerungen des Unternehmens, die eine positive Entwicklung für die Stadt zur Folge hätten. Der Standort wird sich in jedem Fall erstmal mit Wachstum beschäftigen müssen und ist auch davon geprägt, mit Wachstum umzugehen. Wir werden völlig neue Märkte erschließen. Wir werden im Gegensatz zu dem, was die Fahrzeugtechnik gemacht hat, auch internationaler werden. Dazu gibt uns die neue Unternehmenssituation unter der Molinari oder innerhalb der Molinari-Gruppe alle Chancen dafür. Wir werden uns insofern verändern, dass wir auch aus den Lehren der vergangenen Zeit einfach viel mehr regional mit den unterschiedlichsten Unternehmen, mit den Hochschulen, mit dem Bahnstandort Anhalt verbinden. Dazu sind wir Mitglied in einem Technologieverein in Anhalt. Wir sind dabei, mit Hochschulen zu sprechen, um letztendlich hier jungen Leuten in der Zukunft einfach eine Perspektive zu geben, nicht weggehen zu müssen, sondern hier in Dessau, in der Region wirklich sich einzubringen, um die Waggonbaugeschichte noch viele, viele Jahre fortzuschreiben. Für die Zukunft wünschen Moritz und ich uns, dass die visionären Ideen von Herrn Werner in die Tat umgesetzt werden, sich neue, attraktive Arbeitgeber und Großbetriebe in Dessau etablieren und sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Außerdem wäre es uns persönlich wichtig, dass die neue Generation mehr von Seiten der Stadt unterstützt, einbezogen und gefördert wird, da Kinder und Jugendliche ein Recht darauf haben, die Entwicklung der Stadt und Welt, in der sie leben möchten, mitzubestimmen. Dann könnten Moritz und ich uns vielleicht doch vorstellen, wieder nach Dessau-Roßlau zurückzukehren, in unsere Heimatstadt, die mit ihren zahlreichen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, einer hervorragenden infrastrukturellen Anbindung und 4 Weltkulturerbestätten ein großes Potenzial besitzt. Krise, Umbruch, Aufbruch, so geht's nicht weiter. Deutschland vereint, wer hätte das gedacht? Hier Planwirtschaft, dort Marktwirtschaft, noch nie geprobt.
läuft nicht einfach viel auf und viel ab. Die Waggonmauer Dessaus haben's gemacht. Gehofft, gekämpft, verloren, aber nicht alle. Denn es ist, wenn